In diesem Video schauen wir uns die neue SBC zu Flashback El-Sharawi genauer an. Viel Spaß! El-Sharawi spielt in der Serie A für Rom und hat sehr nice 5-Sterne Skills sowie 4-Sterne Weakfoot. Die Arbeitsraten Mitte-Mitte könnten für einen Flügelspieler jedoch etwas besser sein. Die Werte sehen, wie wir finden, richtig nice aus. Er hat ein starkes Tempo für die Position, dazu ein gutes Stellungsspiel und auch gute andere Schusswerte. Bei den Passwerten ist die Übersicht auch richtig gut, dazu der kurze Pass mit 85 top. Richtig stark sind bei ihm vor allem die Dribblingwerte, vor allem 99 Beweglichkeit sind überragend. Dazu hat er bei der Physis mit 86 eine gute Ausdauer, der Stärkewert könnte etwas besser sein. Als Chemistry Style würden wir ihm einen Marksman geben, so wird der Abschluss nochmal stark gepusht und auch Dribblingwerte, die noch nicht ganz so hoch sind. Auch die Stärke bekommt hier nochmal einen Boost um 10, so sieht er echt richtig nice aus. Du kannst ihn auch echt nice verlinken, hier gibt es zum Beispiel Immobile Totti Nomine oder die Objectives Karte von Tonali oder auch Mkhitaryan Headliner, der eine nice Karte hat. Hier gibt es also echt ein paar nice Möglichkeiten. Für die SBC hat man noch 13 Tage Zeit. Du musst 3 Teams abgeben, eins mit bloß einer 80er Teambewertung und die anderen mit einer 84er und eins mit einer 85er Bewertung. Daraus bekommst du noch 3 Packs mit insgesamt 36 Spielern, 22 davon Gold. Zum Preis muss man sagen, dass generell alle Karten gerade relativ viel kosten. Daher liegt die SBC aktuell so bei 270.000 bis 280.000, das kann sich aber noch anders entwickeln. Wir würden auch noch eher warten, wenn man die SBC machen will. Ähnliche linke Flügel sind zum Beispiel Carrasco Second Inform von 160.000, dieser ist an einigen Stellen aber nochmal etwas schwächer. Ansonsten gibt es noch Sterling Inform für 500.000 oder Bamba als Headliner auch für 500.000. Gucken wir in die Serie A. Hier gibt es Insigne, Road to the Final, für 230.000, dieser kann sich halt noch upgraden. Die Ribéry Flashback SBC hat auch ähnliche Werte, hat damals aber sogar 1 Million Coins gekostet. Als kostenlose Karte gibt es hier sonst noch Deulofeu, den einige von euch vielleicht erspielt haben. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte sehen wirklich richtig stark aus, vor allem durch die 5-Star Skills. Mit Karten wie Tonali kann man ihn auch echt nice verlinken. Gerade im Vergleich zu der Flashback-Karte von Ribéry ist er halt deutlich günstiger und dadurch interessanter. Der Preis ist natürlich immer noch sehr hoch, aber wenn du ihn einbauen kannst und auch gerne skillst, kannst du ihn auf jeden Fall machen, da der Preis eigentlich gerecht ist. Außerdem bekommt man so vielleicht noch etwas die Vibes aus den guten alten FIFA-Jahren, wie zum Beispiel FIFA 13. Wenn du eher nicht so viele Coins hast, dann lass ihn lieber. Es gibt auch einige starke Alternativen, die weniger kosten. Was sagst du zu der SBC? Schließt du ihn ab? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare und lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.